Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Child of Light. Beim letzten Mal haben wir uns in diese Höhle begeben. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich jetzt auch nicht irgendwie irgendwas ausgelassen habe, weil ich das Spiel ausgemacht habe und ich weiß bis heute nicht, wie man hier eigentlich speichern kann. So. Als erstes wechseln wir dich mal zu Aurora. Du hast Feuer, die anderen waren Wasser. Komm, kümmern wir uns um die Spinnen. So. Und du wechselst jetzt zu diesem Finn. Weil den anderen hole ich dann, glaube ich, nur noch zum Heilen zu was. Ah, wenn ich ihn verlangsame, kann ich den mit Aurora jetzt schon besiegen. Was? Wie viel hält die aus? Hält der aus? Fuck, das waren jetzt bald 200 Schadenspunkte. Ich will dann noch einen stecken. Danke. So, für euch bräuchte ich Blitzangriffe. Machen die genug Schaden? Nicht mal annähernd. Moment, ich wollte. Genau das. Okay, damit hätte sich das zumindest geklärt. Jetzt bräuchte ich nochmal Rubella zum Heilen. Und mir gefällt das Gruppensystem. Sie. Jetzt unterbrichst du sie nochmal. Und wenn ich jetzt noch Punkte gehabt hätte, aber ich könnte es vielleicht schaffen. Yes! Weiter geht's. Da kamen wir niemals durch, oh nein. So. Du gehörst nach dort. Und du gehörst nach dort. Vorher schaue ich mich jetzt hier noch ein bisschen um. Das gefällt mir. Was machst du? Achso, du schaltest die aus. Ich weiß, hast du nämlich noch einen Feuerkristall drauf, oder? Nein? Okay, aber das ist das Ding irgendwie trotzdem gewonnen. Wenn ich jetzt
jetzt Finn mal dorthin wechseln. Ups, mein Fehler. Ja, Moment mal. Verdammt, das wollte ich nicht. Ich hatte vor, Finn jetzt zu heilen, aber da war mir nicht klar, dass er dann weggewechselt werden würde. Gut, dann bleibe ich doch lieber bei Aurora. Nehmen wir doch nochmal ihn. Und jetzt Blitzschlag. So, tschüss. Nehmen wir Feuerlevel 2 oder erstmal hier die anderen Punkte aufwerten? Ja, warum eigentlich nicht? Waren wir denn noch nicht? Ist er oben raus? Nein. Haben wir noch schnell die Heilung auf. Und was du nochmal? Ihm drücken wir jetzt so ein Blitzkristall ein. Eigentlich ist es blöd, die jetzt schon einzusammeln. Ich meine, besser, wenn wir uns erst dann heilen, wenn wir auch Heilung benötigen. Was auch immer du bist. Tschüss. Also das Interesse, wie viel Schaden machen jetzt deine Schläge? Oh, schade, ich dachte, du wärst Dunkelheit. Nein, bist du wohl Erde. Okay, das war stark. Ja, dann gehen wir jetzt einfach auf die Spinne. Und fertig.
worauf wollte ich gerade gehen? Ich habe jetzt die Konterheilung schon freigeschaltet. Komm, werten wir das Wiederbelebung ab. Kann ich mit den Rubinen was anfangen? Eigentlich nicht. Alles, was ich daraus herstellen könnte, wäre Lichtschaden. Brauche ich Lichtschaden eigentlich nicht? Was ich brauchen könnte. Machen wir zwei, einen großen Rubin. So. Da kriegst du jetzt vorübergehend ein bisschen Leben dazu. Dafür kriegst du dann den großen Smaragd. Und dann haben wir plötzlich einen einen Feuergegner. Pass auf. Autsch. Blöd. Dann nehmen wir uns einfach mal einen Trank. Davon haben wir schließlich auch genug. So. Und weil ich die MP sparen möchte, nehmen wir jetzt einfach mal normale Angriffe. Mit dir wollte ich, glaube ich, den Zauber verstärken. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Okay. Gibt's da oben eigentlich irgendwas? Ah, richtig gedacht. Bekenntnis Nummer 3. Oh.
greife die jetzt gerade immer nur an, in der Hoffnung, dass ich die dann recht schnell los bin. Danke. Saphir, ich brauche die Smaragde. Weil mittlerweile brauche ich... Na, ich brauche sie trotzdem noch. Ich meine, es sind halt die, die ich am wenigsten habe. Schade. Lieber Elixier. Schauen wir erstmal hier lang. Langsam wird mir das Layout dieser Höhle ein bisschen zu. Wasser, Feuer und Erde. Warum nicht? Ich denke mir immer, ich fange als Aurora an. Ich versuche erstmal den. Super. Okay, du greifst dort an. Du kastest den da drauf. Wir gehen kurz ein wenig. Eigentlich kann sie auch direkt mal weiterkämpfen. Ich meine, die hat kaum was abbekommen. Wechsel wieder zurück zur Aurora. Perfekt.
jetzt kommt doch mal ein Angriff. Tschüss. War das überhaupt richtig? Nee, das wollte ich nicht aufhören. Egal. Es ist zu spät. Eigentlich müsste ich die Folge schon beenden, aber ich würde jetzt gerne noch so ein bisschen hier weiter erkunden. Der Controller hat gerade vibriert. Nein, hier gehe ich erst später lang. Ja, ich hätte es ausschalten sollen. So, dann nehmen wir jetzt mal den Weg da unten lang. Oh, jetzt finden wir direkt die Geschliffenen. Das gefällt mir sehr gut. Dann kannst du auch wieder deinen geschliffenen Smaragd bekommen. Was passiert, wenn ich drei große kombiniere? Facettierter Smaragd. Nein, will ich jetzt nicht. Aber dann weiß ich zumindest, es gibt dann natürlich noch eine höhere Stufe. Ich gebe ihm mal den Feuerkristall. Oder lieber habe ich den großen Wasser da unten. Habe ich genug? Ja. Machen wir noch einen großen Wasserkristall. Und dann bekommst du nun nämlich den. Nein, ich ändere das ab. Du kriegst den. Du kriegst den. So. Hätte ich mal diesen Status-Effekt-Schutz mitgenommen. Ich dachte, ich hätte sie genug verlangsamt. Und tschüss. Wie viel hält der bitte schön aus? Autsch. Das hat weh. Damit dürfte aber jetzt endlich besiegt sein. Wenn nicht, dann... Gut. Ich wollte mich schon beschweren. So, der hatte doch jetzt den Feuerkristall, oder? Yep. Aber das war kein Feuertyp, ich erinnere mich. Der war... Was war der? Der war auch kein Finstern... keine Dunkelheit. Gott, ey, dieses System verwirrt mich.
Übrigens, man kann sowas wie Amethyste und Zitrine nicht nochmal mit irgendwas anderem kombinieren. Da fällt mir mal gerade auf. Moment. Ich habe den noch gar nicht hergestellt. Was machst du? Verringert Magieschaden. Erhöht Magie. Lähmung. Das gefällt mir sehr gut. Wie viele blaue habe ich? Gar keine mehr. Ich habe zwei große und zwei kleine. Klauen wir ihm mal die Ausweichmöglichkeit. Den kriegt jetzt er. Du kriegst verringerten Magieschaden. Was kriegst du dort? Ja, hier, Lebensboost. Ich habe wirklich erst jetzt bemerkt, dass da ja noch eine Kombination fehlte. Sorry. Da war ich ein bisschen blöd. Diesen Kampf haben wir nun im nächsten Part. Bis dahin, tschüss.